Wenn er die so irgendein Mikro hat, Mann, ich hab... So. Teufel. Wir machen heute teuflisch gute Themen. Ja, ja, wir machen einen gruseligen Level aus Noble Forever 2 und dann lassen wir vielleicht Brücken einstürzen. Wir werden vielleicht auch das Ding jagen. Wir müssen mal schauen und außerdem werden wir noch Noctropolis anschauen. Ja, genau, Teufel. Das war's dann. Ja. Hey, schönen Abend. Ja, tschö. Und was denn du hier? Bist denn du rausgesprungen? Wollt ihr nicht in die Maske gehen? Du bist verseucht! Ah! Nein, schau mal, was ich gefunden habe. Biocontaminated 100 Pro. Was ist das? Stephen Kings F13. Toller Gruselklassiker, Riesennummer. Das ist die Taste, die mir immer gefehlt hat. Das ist die Gruseltaste, die uns immer gefehlt hat. Das kam 1999 raus. Das ist sozusagen der erste interaktive Versuch von Stephen King, Gruseln zu verbreiten. Werden wir gleich spielen? Machen wir gleich. Vielleicht sollten wir noch erwähnen, wie gruselig die Stimmung heute ist. Wir haben extra Kerzen aufgestellt und das Studiolicht brennt lichterloh. Sinnvoll. Das ist echt sinnvoll. Aber irgendwie finde ich es doch sinnvoll, denn dadurch ist wenigstens gewährleistet, dass hier ein bisschen Nervenkitzel ist, falls irgend so eine Kerze umkippt. Lass mal was sehen. Na, dann passiert wenigstens noch was. Ansonsten. Ja, legen wir mal los, oder? Zweck erfüllt. Ja, übrigens für alle, die uns jetzt gleich mit Mails bauen, mit dem, wo kriegen wir die Kostüme her? www.closeup.de. Da gibt es allerlei Sachen für Halloween und auch Poster und so weiter. Und wenn er auch noch irgendwie was sucht, oder für Karneval. Und die Narbe, die kriegt er, also da braucht er so ein 20 cm Küchenmesser und müsst dann einmal so quer durchs Gesicht durchziehen. Und auch das bekommt er auf closeup.de. Also, wenn ihr irgendwas sucht, dann schau da mal. Ja, ne? Übrigens, wir haben jetzt gleich so ein Insert, so ein Jackass-Insert. Naja, egal, los. Wir legen los, es sind drei Minispielchen vorhanden. Man kann da auch ein bisschen was Sounds abspielen. Pass mal auf, hier. Was machen wir denn? Alles von Stephen King persönlich aufgenommen damals. Wow, du hast jetzt einen Hundesound gespielt. Ja, soll ich noch einspielen? Nein, wir wollen vielleicht nicht übertreiben. Legen wir mal los mit den Spielchen. Das andere ist alles nur scheiße toll. Und die Spielchen sind auch wunderbar. Also wir haben jetzt zum Beispiel Wack a Zombie. Da merkt man einfach, Stephen King hat die Geschichte dazu geschrieben. Es ist wirklich ein krasses Gruselspiel. Ich hätte jetzt mal eine kurze Frage, Hans. Ja? Kannst du mal kurz in meinem rechten Nasenloch popeln? Genau. Ach stimmt, du bist in der Jacke, ne? Willst du nicht mal versuchen, du hast doch so eine alte Kriegsverletzung. Du kannst dich doch daraus befreien. Willst du das Ding mal machen? Wetten ein bisschen um Geld? Hey. Die netten jungen Herren aus dem... Und mal bitte die rechte Augenbrau kratzen. Okay, Simon, das ist links, danke. Freddy, kratz ihn doch noch mal so ordentlich auf der Backe. So, ich konzentriere mich hier wieder auf die tollen Skelette. Level 5. Willst du auch mal hier? Ich liebe diese Jokes. Ja, ja. Haben sie jahrelang bei dir in der Hupfler gemacht. Ne? Kennst du eigentlich das Wort Hupfler? Das humanistisches, ist bayerisch, glaube ich. Humanistisches Pflegeanstalt. Stimmt. So ähnlich. So, tolles Spielchen. Machen wir gleich mal das nächste. Denn die sind wirklich auch sehr abwechslungsreich. Ja, uns hat die extra gruseligen Themen rausgesucht. Ja, ja. Wir haben lange überlegt, mein Gott, was gab es denn für Gruselspiele auf dem PC? Sind dann 1999 zu sowas gekommen. Bugs Blood. Auch von Stephen King. Hintergrundstory. Geht ungefähr so. Wir haben einen Schrank, da drauf sind lauter Kakerlaken und die flippen aus und wir auch. Und deswegen... Also ich weiß auch nicht, was die Jungs da damals gedacht haben, 1999, denn... Ist ja erst 3 Jahre her. Und so schlecht können die Spiele-Geschmäcker gar nicht gewesen sein. Aber immerhin vor Moorhuhn. Was isst du immer zum Frühstück, ne? Ja, aber zwangsweise, nicht freiwillig. Wie sind denn so die Doktoren da? Mit denen, ne? So wie ich? Jetzt hat er drin. Oh Mann. Jetzt erzähl doch mal ein bisschen was von deinem Asyl hier, ne? Oh Mann, diese Sendung sollte gruselig sein. Mach die ist auch gruselig. Aus und mach hier krassen Spiele rein. Ja, wir machen jetzt einfach mal auf gruselig. Oh ja. Spiel Nummer 3. Ich stelle mir den Hannes gerade so vor, mit 50 und seine Enkelkinder haben Geburtstag und er kommt als Clown auf die Party und bastelt aus irgendwelchen Luftballons irgendwelche komischen Sachen und die Kinder sind alle voll gelangweilt und der Hannes lacht sich selbst kaputt. Ah, sowas isst du auch mal gern, ne? Hundefleisch. Was ist das denn? Das ist Feed the Fish. Das ist auch das ist so praktisch der erste Ausflug von Stephen King ins Meer.
Und es geht darum, dass man halt hier 5 verschiedene Tiere hat, die man füttern kann. Punkte gibt es dafür nicht, ein Spielende gibt es auch nicht, man kann nur füttern. Die haben sich wahrscheinlich überlegt, wie können wir das Spiel noch gruseliger machen? Ja komm, wir sagen einfach, es kommt von Stephen King. Also, dass der Mann überhaupt seinen Namen... Oh, guck mal, die Kuh. Wo soll ich da reinmachen? Man sieht ja auch leider überhaupt nichts Blutiges. Ich meine, nicht so wie dein Gesicht. Ich finde vor allem die Größenverhältnisse, so eine Kuh und ein Piranha, ne? Kommt hin. Das ist schon echt fantastisch. Übrigens, wenn ihr noch tollere Gruselspiele zu Hause habt, dann könnt ihr uns hier auch einfach mal den Namen davon schicken. Wir wollten ja eigentlich auch, weißt du, wir wollten ja Seven's Guest heute machen. Aber leider hast du das aufgegessen, das Spiel. Naja, was soll man machen? Ja, so eine CD schmeckt schon, ne? Wenn man jahrelang nichts gegessen hat. In der Not ist der Teufel süß, oder wie heißt Komm, probier du jetzt auch mal. Mach mal. Wie denn? Probier mal. Ja, hier gibt's einen Restart. Los, jetzt mach endlich. Was muss man denn drücken? Maus. Die ist da drüben. Ey, ich helfe dir noch mal ein bisschen. Welches Tier willst du denn wo reinhaben? Das Nashorn. Und? Wo? Ins Wasser. Ins Wasser. Okay. Siehst du, du kannst das doch. Wir machen gleich weiter mit einem anderen Spiel, das sich da nennt North 2. Das ist nicht für seine Gruseligkeit berühmt, aber wir werden einen Level finden, der uns ordentlich Schau über den Rücken jagt. So ähnlich wie Eddies echte Verletzung neben mir. Ja. Was? Was wolltest du noch sagen? Ich wollte nichts mehr doch, sagen. Du wolltest noch was sagen. Hä? Wolltest du noch was Nein, sagen? Ich wollte sagen, gleich wird's verdammt gruselig. Alles geklärt. Du weißt ja, ich habe damals in Raccoon City gearbeitet, aber das sind noch Geschichten, die erzählen wir später. Mit was machen wir weiter? Psycho. Mit No One Lives Forever 2? Ja, machen wir. Wir haben da einen netten Level rausgesucht. Das Spiel ist ja nicht so gruselig normalerweise, aber der Level heißt Ice Station Evil. Das sagt schon alles. Und wir wissen alle, da wo Evil draufsteht, steckt auch Evil drin. Ich habe da Probleme. Irgendwie mit den Schläuchen. Kannst du mal? Warte. Was machst du denn? Nee, war nur Spaß. Wir machen jetzt gleich weiter mit Normal Server 2. So, mein Atemgerät ist leider ein bisschen, ne? So, wir legen los mit Ice Station Evil. An dir ist echt ein Schauspieler verloren gegangen. Ja, ne? Es war ein untheatralischer Tod, den kann man gar nicht besser sterben. Eigentlich nicht. Wir sind ganz verlassen, Gott allein in einer, ich nenne es mal, Antarktis-Station. Und wir wollen rausfinden, was es mit, danke, ich sehe was nicht. Ja, geht's? Ja, nee, wollen wir noch ein bisschen da oben? Ja. Jetzt reicht es. Okay. So. Also, legen wir mal los. Halt, da sind wir hergekommen. Wir sind, wie gesagt, in der verlassenen Antarktis-Station und wollen jetzt rausfinden, was das ominöse Project Omega von Harm ist. Ich will es ja eigentlich gar nicht wissen, weil ich so weit noch nicht gezockt habe und da hast du jetzt eigentlich jetzt schon ziemlich gespoilt werde, ne? Du hast jetzt praktisch das, was du auch im Asyl immer machen musst, weil du ja da kein Klo hast. Hä? Verschissen. Ach so. Bei dem Level, da habe ich echt Schiss gekriegt. Weiß ich nicht, was ich Übrigens, an der Stelle sei nochmal gesagt, die Adresse, ja, wo ihr die Sachen bekommt, ist closeup.de, nicht closeups.de. Ganz wichtig, ein S zu viel und ihr landet auf einer ganz anderen Seite. Ja? Also. Danke. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Zum Geier ist dieses Project Omega. Da haben wir den Beweis. Das ist Project Omega. Oh. Was ist denn jetzt los? Ich muss sagen, die Map ist verdammt. Das ist cool. Schau dir mal diesen Zombie-Soldaten an. Keine Munition mehr. Ja, das einzige Missionsziel ist jetzt überleben. Ich kann bloß hier leider nicht raus. Das ein leichtes Gas, was da austritt. Mann, lass mich doch raus. Los.
ist er. Siehst du? Hinter dir. Nee, doch nicht. Da ist er. Findet er dich immer oder? Ja, ja, der findet mich dann immer. Er läuft mir immer ungefähr nach. Bloß kann jetzt natürlich nicht über die Rohre steigen, aber er läuft dann einfach durch die Straße. Ja, bist du doch sicher. Nee, nee, er läuft jetzt einfach. Hier, siehst du, kommt er. So, weg hier. Ich muss normalerweise auch alles in die Luft springen hier in den Laden. Schaffe ich aber vorhin nicht. Er kommt nicht, ich habe ihn abgehängt. Ich habe noch keinen Sprengstoff. Oh Mann. Toll, Türgriff. Bis jetzt kommt er da nämlich raus und macht mich richtig schön zur nassen. Zu was? Frau. Nein, also ich meine, der macht mich nass. Oh Mann. Ich darf nicht lachen, sonst fällt meine Narbe ab. So, jetzt haben wir den Sprengstoff. Jetzt nichts wie. Kannst du den nicht lang machen? Nein, kann ich nicht. Überhaupt nicht? Ja, wenn man ab und zu die Birne schießt, dann fängt er zwar ein bisschen das Bluten an, aber. Wie ungewöhnlich. Ich hab's echt probiert mit aller Munition, was man in Level gefunden hat. Hey, das ist doch das Beil, das beim Simon auch auf dem Tisch liegt. Ja. Der bricht ja auch überall durch die Wände gleich. Also, das ist ziemlich. Also, wenn ich auch mal was zu dem Spiel sagen darf. Ja, jetzt hab ich's vergessen. Warte. Was war das? Boah, der Bug sieht auch eklig aus, ne? Was ich sagen wollte, Nolf 2, echt geil. Also, ich hab's jetzt auch selber schon, glaube ich, Chapter 3 oder 4 bin ich jetzt. Mhm. Saumäßig Spaß. Hast du überhaupt Computer da, wo du bist? Hä? Was? Ob du einen Computer da hast, wo du sonst immer haust? Schau dir doch an hier. Fiese Fresse, fieser Scheitel, fiese Jacke. Wo ist der fiese Rest? So, wir müssen mal wieder ein Safe-Game laden, ne? Ach, es ist echt witzig. Ja, wir machen gleich weiter. Wir können auch erzählen, was wir gleich weitermachen, oder? Mit was machen wir gleich weiter? Machen gleich weiter mit Noctropolis. Das ist Weißt du, was mich immer noch so tierisch nervt, obwohl ich tot bin? Hä, was? Ja, was mich nervt. Also, was nervt mich immer noch so richtig, es sackt einfach. Ich habe einfach nicht den Oscar damals gekriegt für Outbreak. Es ist echt so eine riesen Und dabei Scheiße siehst du Dustin Hoffmann zum Verwechseln ähnlich. Ich habe doch die Affen gespielt. Ach so. Ja, ja, ist ja egal. Kommen wir zum nächsten Thema. Noctropolis läuft noch nicht so ganz. Ist ein DOS-Spiel von 1909. Und deswegen spielen wir jetzt ein bisschen Moria, Herr der Ringe. Ich lade das Ganze mal, denn die Demo ist ja vor kurzem rausgekommen. Herr der Ringe, die Gefährten hast du noch gar nicht gesehen, ne? In deinem Asyl da? Nee, habe ich. Wie lange willst du diesen Asyl-Gag eigentlich heute noch machen? Wie lange ist die Sendung noch? Moment. Habe ich noch nicht gesehen, nee. Oh shit, meine Haut darf ja nicht hier. So, 54 Minuten gibt's den Gag noch. Riesennummer. Ja. So, das Ganze kommt von Vivendi und ist, wie gesagt, das Spiel zum Buch, nicht das Spiel zum Film. Hast du das Buch eigentlich mal gelesen? Naja, hast du, ne? Ja, so. Mal überflogen. So ein bisschen. Steigen wir am besten? Wo steigen wir denn ein? Ist es gut? Dahin. Oder ist es... Meinst du das Buch oder das Spiel? Das Buch kenne ich, das Spiel kenne ich noch nicht. Es ist mittelmäßig gut. Für Fans ganz nett. Mittelmäßig gut? Ja. Das ist eine präzise Aussage, danke. Ich weiß gar nicht mal, wie ging denn das? Ich bin jetzt Gandalf und der hat sogar viele, viele Sachen, die er im Buch nicht hatte. Ey, der hat ja ein Schwert. Der hat ein Schwert. Wie heißt das? Warte mal, wie hieß das nochmal? Streif oder so. Stich, genau. Nein, nicht Stich. Doch. Nein. Klar. Wie hieß es denn? Glamdring. Sicher? Ja. Aber das erste Schwert hieß Stich. Ja, das hat auch der kleine dumme Hobbit gehabt. So. Hier, und ich habe auch, jetzt habe ich keine Geisteskräfte mehr. So ein Mist aber auch. Das erste Schwert hieß Stich, das zweite Bäcker. Verstanden? Ja. Hat Stich sich nicht mal den Fuß verknackt und hat dann aufgehört mit Tennis und so? War das nicht so? Und jetzt ist er Moderator beim Kinderfernsehen? Ist er? Es gibt auf jeden Fall einen, der sich. Ich dachte, er war DTB-Teamchef. Ich bin Gandalf. Aber sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Ja, es kommt auf jeden Fall nicht ran an The Two Towers, macht der Carsten morgen übrigens. Auf der PlayStation 2. Sieht richtig cool aus. Hat zwar nicht so große Landschaft. Also doch schon sehr nette Animationen, so der Mantel, wie der da so spielt. Pass auf, der Mantel kann auch durch und durch. Ist er? Oh. Das ist ein Geist. Ist ja auch ein Zaubermantel. Ja, es ist im Prinzip echt. Es sieht einfach aus wie so ein Hack and Slay jetzt. Ja, leider. Es sollte eigentlich irgendwie ein Action-Adventure werden, aber es ist irgendwie. Na komm.
steche ihn noch ab mit deinem Stab. Was ist denn? Ach, der ist schon tot. Man hat ab und zu ein Rätsel, wie öffne dem Schalter der irgendwelche Sachen oder... Öffne den Schalter irgendwelcher Sachen. Das sind ja meistens, das ist ein schwer, klingt an einem verdammt schweren Rätsel. Also, das sind meistens so die Sachen, an denen hänge ich dann immer. Öffne den Schalter. Was macht der denn? Hau ihn Rätsel. Um! Und leider kann man auch nicht alle spielen. Also man kann Gimli zum Beispiel nicht spielen, man kann Legolas nicht spielen, man kann wirklich nur den Zaubermönch hier spielen und Aragorn kann man auch spielen, genau. Und den Hobbit. Hier ist jetzt, sind sie wieder alle da, siehst du das? Also reden alle miteinander, sind in dieser Grotte. Hier ist auch Gandalf. Und pass mal auf, was jetzt gleich passiert. Das ist echt gruselig. Der Balrog kommt? Nee, sie sind alle verschwunden, schau. Alle weg, ich bin wieder allein mit Gimli. Hast du mal ein bisschen Balrog? Ja, nein, wir versuchen es jetzt mal. Ich habe soweit noch nicht... halt, da ist der Hebel. Oh, mit diesen dummen Bio-Handschuhen ist das aber auch leicht schwer. Drück diesen Hebel hier runter. Naja, das war's nicht ganz. Ah! Eine riesen Kollisionsabfrage. Naja. Ah, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Oh. Das war damals auch so in der Forschungsanlage, weißt du. Einmal den falschen Knopf gedrückt. 6 Milliarden Tote. Mach dir keine Sorgen, das merkt man nicht. Nee, nee, wir machen ja hier nicht privat. Oh, von hinten. Das macht man einfach nicht so, weißt du, naja, es ist zwar Herr der Ringe, aber nach oben. Kann man springen? Bist du gerade gesprungen? Man kann mit manchen Leuten springen, mit dem Hobbit kann man springen, mit dem hier nicht. Ich dachte, keine sowas halt. So Special Moves. Noch nicht schon wieder ein Schalter. Welche Taste war das? Die große viereckige Überschrift. Die was? Mhm. Immer diese Orkbogen. Die benutzt man aber selten, um Sachen zu einzugeben. Ja, also diese Taste mit den merkwürdigen Pfeilen drauf. Stimmt schon. Es kann schon mal passieren. Leider gibt es auch ziemlich viele Kamerabugs. Ich kann auch in die Ich-Perspektive schalten. Moment, wo war das? Ich habe die Taste auch vergessen. So eine. So, mal gucken, übrigens, was jetzt kommt. Ich finde, bei Mark kommen heute richtig viele Emotionen rüber. Ja, ist echt. War in der Schauspielschule, hat sich gelohnt. So, Steven Seagal-mäßig. Kann er gleich noch ein bisschen was demonstrieren von seinem Können. Dann. Hier, schon mal, rat mal, wer das ist. Kennst du auch, ne? Was ich komisch finde, wir haben uns ja vorhin zusammengesetzt alle und überlegt, wie machen wir die Sendung möglichst gruselig. Wir waren eigentlich alle einhellig der Meinung, Simon macht die Frisur wie immer, aber wollte er nicht. Ja, ja. Hätte uns auch wirklich dieses ganze Drumherum erspart. Die Kerzen, Kürbisse und sonst was. So, jetzt endlich mal über die Brücke hier drüber. Hier bin ich noch nie drüber, vielleicht kommt jetzt gleich der Balrog. Mal gucken. Erstaunlich. Einmal im Jahr an Halloween sieht der Simon aus wie ein Mensch. Übrigens auch mal für alle, das sollte man vielleicht auch mal erwähnen, für alle Zuschauer, die jetzt zum ersten Mal zugucken oder die ihr Games nicht so oft kennen und sich dann immer fragen, hä, der redet von Schmocks, wen meinen die? Wir meinen eigentlich prinzipiell immer bei Schmock den Simon, bei Schmocks den Max. Oh Gott, was ist das? Ah! Nur dass ihr, für alle, die jetzt zum ersten Mal zugucken und so mit unserem Slang hier sich nicht so auskennen, ne? Was machen die jetzt gegen den? Hast du einen Tipp? Ich hab leider keine Geisteskraft mehr. Oh. Aber ich finde mal was trinken. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber die Taktik, sich genau in den Schlag des Hammers zu stellen, war ein Versuch wert. Eine Hammertaktik war das. Ja, jetzt bin ich. Oh Mann, Gandalf. Jetzt bin ich. Es ist. Gandalf kann nicht sterben. Wir machen gleich weiter mit. Mit dem Psycho hier neben mir. Nee, Nock. Wie heißt? Mit dem Psycho. Doc, Nock, irgendwas, Nock. Visier jetzt sauber? Ja. Kennst du das? Gummi-50er! Oh, jetzt hast du da... kannst du mal gerade meine... meine... Da! Meine Jacke hier zumachen. Meine Zwangsjacke. Ach, du bist frei, das passt. Wir sind ja alle frei. Nee, mach mal bitte dazu. Man kennt ja das Problem, dass die Zwangsjacken immer aufgehen. So. Wir haben fantastische Seiten heute auch bei uns... auf den Themen. Und zwar gehen wir mal ganz kurz in den PC-Bereich. Nicht nur werden wir gleich den wirklich interessanten Vote auflösen, sondern wir haben natürlich tolle Themen. Und zwar NBA Live-Demo ist draußen. Und tolle Sachen von der World Cyber Games, die zurzeit in Korea am Start sind. Zum Beispiel sehr viele Infos hier zum UT-Kampf der Giganten, beziehungsweise auch die Ergebnisse schon. Alles, was ihr müsst. Gitz hat gewonnen. Und aber was wirklich geil ist, weil wir haben ja so ein... Oh, wer beißt mir in die Schulter?
Und wir haben nämlich eine kleine Kooperation mit den Jungs von Pro Gaming am Laufen. Und die sind zurzeit in Korea für uns unterwegs und haben hier exklusive Filmchen gedreht, die ihr euch alle runterladen könnt. Wenn ihr mal wissen wollt, wie es also bei den World Cyber Games in Korea jetzt wirklich aussieht, empfehle ich euch das. Darüber hinaus, weitere großartige News, schaut es euch einfach an. Aber jetzt lösen wir den Vote auf, und zwar, welcher Bereich, was machst du denn? Ich lehne mich ein bisschen zurück. Also, welcher Bereich ist am gruseligsten? Und was glaubst du, Hannes? Logischerweise haben wir den im PC-Bereich gepostet. trotzdem, wir wissen natürlich, dass ihr absolut objektiv seid, und deshalb müssen wir da nichts bedenken. Ne? PC-Bereich, 47%, weit abgeschlagen auf Platz 2, der Max-Bereich mit 28% und ganz hinten schlusslich 25% der Konsolenbereich. Ich denke, das ist ein Axtgruß. Das sollte man, ne? das soll man mit einem Axtgruß feiern. Ne? Machen wir. Sching, sching, sching. So, zum nächsten Thema. Und das lautet Noctropolis. Ich starte mal. Es ist ein Grusel-Adventure von 1994. Von EA gepublished? Pass auf, da ist das alte EA-Logo noch zu sehen gleich. Hier. Fantastisch. Kennen bestimmt auch noch ein paar Amiga-Fans. Das kenne ich noch von Marble Madness. Ja, ja. Fand ich cool, das damals, das Logo. Marble Madness? Nee. Ach so. Logo. Ja, dieses Spiel ist den meisten wahrscheinlich kein Begriff. Das lässt sich ganz einfach erklären. Das Spiel ist älter und auch nie sonderlich kommerziell erfolgreich gewesen. Das war, glaube ich, damals schon ziemlich groß angekündigt. Also, weil es halt auch mit digitalisierten Schauspielern war, so ähnlich wie, ich glaube, hieß es damals. Aber keine Chance. Ich meine, das war noch zu der goldenen Adventure-Zeit, ne? Da gab es halt auch viel Konkurrenz. Das sind jetzt praktisch die Bösen, die da gerade vermutlich eine Verschwörung planen. Hier dieser dunkle Lord. Die anderen, man sieht schon ein bisschen, das ist so digitalisiert. Pass auf, hier ist er, unser Held. Ich glaube, der heißt Dark Seer oder so ähnlich. Und das Lustige ist, ja, wir haben hier noch so ein ganz merkwürdiges, uraltes Interface. Hast du mal Gabriel Knight 3 gespielt? Da war alles digitalisiert, auch die Hintergründe und alles. Und bist dann halt hier die ganze Zeit durch München gelaufen. Echt? Ja, ja, stimmt, ja, ja. Hier, Fußboden, dahin kannst du nicht gehen. Nein, wir müssen hier in unsere Tür rein. Dann gehen wir mal hin. Finde ich ja super schön, dass jedes Mal, wenn man irgendwas interaktiv machen will, kommt erstmal so ein fetter, den Bildschirm einnehmender Kasten. So, wollen wir mal? Wir begeben uns jetzt in eine Traumphase, denn da kamen nämlich ziemlich coole Videosequenzen damals. Wir schauen mal, ob wir noch eine reinkriegen. Da legt sich eine Frau auf uns drauf. Eine Vampirfrau, wohlgemerkt. Aber zuerst sehen wir einen Comic, denn das Ganze handelt so ein bisschen von Comics mit Superhelden und so. Man denkt dann später, man ist ein Superheld oder vielleicht ist man sogar einer. Wusstest du eigentlich, dass ich ein Superheld bin? Du bist mein Held. Du musst schon noch sehen. Normalerweise haben wir übrigens hier auch Sprachausgabe bei solchen Sachen und so, aber wir haben leider ein bisschen Probleme. Es ist ein DOS-Spiel. Man kennt das. So, komm hier. Wollen wir das Comic ein bisschen kommentieren? Ich kann mich gar nicht entscheiden, welches der Spiele, die wir heute vorgestellt haben, am gruseligsten ist. Es waren ein paar Highlights dabei, ich auch nicht. Also. Ich werde auf jeden Fall nicht gut schlafen können heute. Wenn das nicht gruselig ist, mein lieber Schwan. So, komm, ich will die Zwischensequenz sehen. Wie oft muss ich denn hier noch klicken? So, nochmal. Also man merkt schon, die Comics damals waren sehr interaktiv. Die Spiele damals. So, komm, komm. Ich will. Gibt's denn in dem Spiel auch, ich sag mal, was zum Spielen? Ja, ja. Echt? Ja, nicht schlecht. Man muss hier nur noch ein bisschen rumklicken. Man muss dann nämlich auch interaktiv in den Comics rumklicken. Komm, jetzt. Auch und noch. Du meinst zusätzlich zu dem eh schon genialen Gameplay. Ja. Und jetzt fängt das Spiel an, mir zu gefallen. Oh, so ein nettes Seidennegligé. Halleluja. Ja. So, jetzt muss man leider zum Ende kommen. Später sehen wir mehr. Nein, ich sehe später mehr. Ihr da draußen nicht. Das war's erstmal. Tolle Themen heute, ne? Und muss man aufpassen, du verblutest mir, glaube ich, hier noch. Ja, das läuft ein bisschen, aber. Ja, es läuft, wie immer.